Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Santa Cookie und ich spiele Gears of War auf der Xbox One. Die meisten unter euch werden Gears of War schon gespielt haben auf der 360, wo das rauskommen ist, war das eigentlich ganz beliebt. Also es war ganz, ganz gut zum Spielen. Hat einen Haufen Spaß gemacht. Es war jetzt nicht schlecht. Dann kam die Neuauflage auf der One vom letzten Teil. Und da gab es dann die Berserkerin, das ist sie hier, sie ist blind, reagiert bloß auf Geräusche und so weiter, und die muss man hier durch diese Türen locken, durch die hier. Und mein Kollege hier, ich spiele online, also Koop, kann man in der Spielersuche, kann man die Leute suchen und dann kriegt man halt irgendwelche zugewiesen. Und ja, das ist der Kollege, den ich hier dabei habe. Deswegen, man merkt dann richtig, die Leute, was es auf der 360 oder die 360 nicht hatten, nicht gespielt haben, die wissen gar nicht, was sie hier machen sollen. So ging es mir das erste Mal auch. Man muss sie halt, die Berserkerin, zu den Türen locken. Töten kann man sie noch nicht. Und er versucht halt permanent, die zu killen. Kriegt sie nicht kaputt. Ist nur am Sterben. Wer soll es wissen, aber es ist einfach furchtbar anstrengend. Und wenn man den Erfolg machen will, hier alle Missionen grob, und dann kriegt man irgendwelche Leute zugewiesen, die was halt, sage ich jetzt mal, was es nicht wissen, ist das extrem anstrengend. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir das probiert haben. Die Zeit läuft hier ab, weil der Kollege einfach nicht vorwärts kommt. Er läuft nicht mit, er versucht sie zum Killen, rennt hier oben hin und her. Und es ist nur anstrengend. Dann merkt man halt, da merkt man halt den Unterschied, die was was das Game schon gespielt haben auf der 360. Gleich nochmal Marken angesagt. Die was das auf der 360 gespielt haben, die wissen es natürlich, woher soll das wissen. Aber man merkt halt den Unterschied. Und so geht es die ganze Zeit. Und jetzt komme ich nicht rein. Die alte ist im Weg. Oh mein Gott, geh halt weg. Da hängt sie an der Tür. Komme ich vorbei? Komme ich nicht vorbei? Wenn man bitte am Leben bleiben würde. Ich hoffe, dass er das checkt mit dem Hammer wenigstens. Dann ist es die Schwierigkeitsstufe wahnsinnig. Macht das Ganze noch etwas schwieriger. Mein Hammer braucht diese ganze Zeit lang wieder zum Aufladen. Ah, und er checkt einfach nicht. Meine Güte, der Kerl ist so anstrengend. Furchtbar. Und so geht es seit bestimmt 1,5, 2 Stunden oder sowas. In meiner Freundesliste spielt es leider keiner. Und ja, das dazu. Der Kollege checkt, er rafft es nicht, er weiß nicht, was er machen muss. Aber so ging es mir beim ersten Mal auch. Dann kann man mit den Kollegen nicht reden, weil du irgendwelche zugewiesen kriegst. Und wie oft ich hier schon war, dann ist mir die Zeit abgelaufen, weil es alleine machen muss. Der Kollege ist gestorben. Da er schießt nur drauf. Er checkt es einfach nicht. Mei, der Kerl regt mich so auf. Wahnsinn. Wird er neben mir sitzen, wird er eine reinkriegen. Es ist unglaublich. Hey, geht's da? Mei, Kerl. Schieß nicht auf sie. Nimm den scheiß Hammer. C-Fix. So. Aber jetzt hat. Lass den Hammer kreisen. Check's halt bitte. Zu zweit geht das doppelt so schnell. Du musst sie. Sobald du den Hammer einsetzt, bewegt sie sich und geht aus dem Strahlweg. Dann ist sie vorbei. Du musst sie vor die Säulen springen lassen. Du stellst dich vor die Säule und wenn sie kommt, provozierst den Angriff, dann ist sie betäubt. Rollst dich weg und schießt dann auf sie. Und dann geht es eigentlich. Aber er,
Ihn müsste man. Nein, den Kerl müsste man schlagen. Das ist unglaublich. Checks halt einfach. Statt er den verfickten Hammer nimmt. Wahnsinn. Bin ich froh, dass die nächste Halo kommt oder das Halo kommen lässt und gut ist. Einmal noch. Was? Schon das zweite Mal. Die. Man kann die Kollegen auch nicht rauskicken, weil sonst musst du die ganze Mission mit dem Kopf nochmal machen. Jetzt hat. Auf wahnsinnig, Berserkerin, alleine, es funktioniert. Mit einem spielbaren Kollegen wäre es natürlich noch besser gewesen, aber was sollen wir machen? Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, euer Wookie.